Ja, Ja, wunderbar, wunderbar, Thomas. Thomas. Schön, dass es wieder klappt zu unserem heutigen Low-Code-Talk. Ich freue mich auch. Ist ja heute ein besonderer Termin. Heute ist ein besonderer Termin. Heute haben wir einen Gast dabei, den Christoph, oder für die Zuhörer, den Herrn Windhäuser. Herzlich willkommen, Christoph. Ein Ja, Gast vielen von Dank. OutSystems, genau von unserem Hersteller der modernen Entwicklungsplattform OutSystems. Der Herr Windhäuser ist Direktor für Business Value Consulting EMEA bei OutSystems. Ich mache es mal ein bisschen anders. Wir haben eben erfolgreich bei Kunden schöne Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemacht und ich gewinne immer mehr in den Dialogen mit den Kunden den Eindruck, da sind sie schon neugierig drauf, was ihr da eigentlich mit denen so macht. Und deswegen habe ich mal gedacht, das machen wir jetzt aber bitte in zwei solchen Talks, weil es doch sehr umfangreich ist. Das eine davon ist ja so dieser Business Value Assessment. Das andere ist schön abgekürzt APA, Application Portfolio Assessments. Ich muss selber nachschauen, wie man das ausspricht. Ich würde vorschlagen, weil wir das eben schön erfolgreich mit Kunden hatten und da wirklich, wie hat der eine Kunde gesagt, das ist doch mal eine Vorlage für die Entscheider, wo wir ihnen ganz klar sagen können, guck mal, was es kostet, guck mal, was es bringt, was denkt ihr überhaupt noch nach? Na, war doch ein schönes Ergebnis. Und deswegen würde ich jetzt heute sagen, lass uns doch mal mit diesem Application Portfolio Assessment beginnen und freuen uns dann darauf, dass wir mit einem zweiten Local Talk dann das andere Thema mit Business Value Assessment fortführen können. Von daher, Christoph, it's your turn. Ja, Arthur, vielen Dank und auch Thomas für eure Einladung und dass ich heute hier dabei sein kann. Es freut mich sehr. Wie du sagst, ich glaube, dass die Services, die wir hier zusätzlich anbieten an unsere Kunden und Interessenten zusammen mit Partnern wie Agent Base, stoßen auf sehr großes Interesse. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber mal einfach ein bisschen zu sprechen und uns zu unterhalten. Und jetzt hast du schon zwei Services genannt, die wir anbieten. Das eine, die Business Value Assessment, das andere Application Portfolio Assessments, sind jetzt Anglizismen, sperrige Wörter, kann man sich nicht viel drunter vorstellen. Deshalb lass uns mal da ein bisschen einsteigen und gerne mal einfach drüber sprechen. Warum machen wir das und was ist der Nutzen für unsere Kunden? Genau, vielleicht kannst du auch ein kleines bisschen drauf eingehen, über das Wie. Und Ne? wie wir das machen, natürlich. Ja. Das ist die Grundlage. Lass uns vielleicht, weil das auch zeitlich meistens so abläuft, mit dem sogenannten Application Portfolio Assessment anfangen. Der Grund, warum wir das anbieten und was das bringt, ist, ihr wisst, OutSystems ist in erster Linie eine Plattform, eine Entwicklungsplattform, um in Low-Code zu entwickeln. Und wir werden oft vom Kunden gefragt, ja, das sieht alles sehr spannend aus und das ist modernste Technologie und wir sind da technologisch begeistert von. Aber was genau kann ich denn damit machen bei mir im unternehmerischen Umfeld? Und da ist auch die Standardantworten von Leuten von uns, von OutSystems, ja, eigentlich alles. Und alles außer Videospiele, sagen wir oft dann noch, weil das wird dann wirklich schwierig. Aber da sagt natürlich wurde ey, alles, mit alles kann ich irgendwie nichts anfangen. Ja, wie wenn die irgendwo einkaufen gehen und sagt, was kann ich denn jetzt hier, empfehlen mir was? Und dann sagt der Verkäufer, du kannst ja alles haben. Ne? Wie bei Amazon oder in einem großen Kaufhaus. Das hilft dir nicht. Ich Und sage immer, ihre Fantasie ist keine Grenze gesetzt. das stimmt, das ist ein Ja. bisschen schöner ausgedrückt, ein bisschen poetischer, sagt aber letztendlich dasselbe, hilft dem Kunden oft nicht so richtig. Und Nee. deshalb bieten wir in so einem Workshop, dem sogenannten Application Portfolio Assessment, also es ist ein Assessment, wo wir mal die Situation erfassen beim Kunden, was für Applikationen oder was für ein Portfolio von Applikationen könnte denn mit OutSystems realisiert werden? Und vor allen Dingen bringen wir das in eine Reihenfolge oder eine Priorität oder in eine, englisch gesagt, Roadmap. Womit sollte man anfangen? Wie sollte man weitermachen? Das hängt von so Parametern ab, zum Beispiel, wie groß ist der Nutzen? Natürlich will man nicht mit irgendwas anfangen, was gar keinen Nutzen bringt, weil dann wird es schwierig, das intern zu argumentieren. Es hängt aber auch von der technischen Komplexität ab, von den Skills ab. Oft sind Kunden eher am Anfang mit ihren Skills bezüglich Low-Code-Entwicklung und nehmen natürlich gerne dann die Dienste von Agent Base in Anspruch, um ihnen da zu helfen. Aber es ist ja eine Reise und deshalb ist dann die Empfehlung, zum Beispiel mit Applikationen anzufangen, die relativ simpel sind in der Umsetzung, aber auf jeden Fall ein Value bringen, sodass man eben auch intern dann gut und schnell Überzeugungsarbeit leisten kann über den Wert von der OutSystems Entwicklungsplattform.
Da möchte ich gleich mal einhaken. Du sagst jetzt, wir fangen mit einer Anwendung an, die relativ einfach ist. Wir haben natürlich oft die Herausforderung bei den Kunden, dass die sagen, wir würden gerne auch mal so ein bisschen die Leistungsfähigkeit der Plattform sehen. Kommt da nicht auch öfter die Frage dann, ob man vielleicht nicht mit so einem mittleren Szenario starten sollte oder ist das nicht so akademisch zu sehen in dem Moment? Das ist sicherlich nicht so akademisch zu sehen. Also das ist sehr kundenindividuell und hängt wirklich von der Situation des Kunden ab. Also möchte er zum Beispiel das Know-how bei sich aufbauen oder nimmt er einen Partner in Anspruch? Wenn er einen Partner wie AgentBase für die Realisierung in Anspruch nimmt, gibt es keinen Grund zu sagen, wir fangen mal einfach an, weil der Partner hat ja das Know-how, das kauft er ja ein. Ja? Von daher kann man das, hast du ganz recht, Thomas, das kann man nicht so über einen Kamm scheren und auf keinen Fall akademisch sehen. Das ist stark abhängig von der Kundensituation. Mhm. Was wir generell sehen, ist, dass Kunden so, ich sag mal, so eine Entwicklung durchmachen, die wir auch wieder Englisch, tut mir leid, Try, Trust, Transform nennen. Das trifft es aber sehr gut. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt ähnlich griffig ins Deutsche übersetzen könnte. Aber Kunden, für die ist ja oft die Nutzung oder die sich Auseinandersetzung mit Low-Code was Neues. Mhm. Und es gibt oft auch Widerstände. Und gerade von traditionellen Entwicklern, die sagen, das klingt mir so wie Visual Basic oder wie ein Excel-Makro. Das kann ja gar nicht sein, dass ich hier seriöse, komplexe, mission-critical-Applikationen bauen kann. Das heißt, da muss erstmal ein Vertrauen hergestellt werden. Und diese Kunden fangen eher klein an und sagen, wir gehen natürlich nicht das volle Risiko und bringen jetzt unsere mission-critical-Applikationen gleich drauf, sondern fangen mit einfacheren, leichten Dingen an, um einfach diesen erstmal auszuprobieren, try, und dann auch das Vertrauen aufzubauen, also dass ich einen Trust in die Plattform habe. Ne? Das, und heißt, dann kommt, ja, Thomas? Das heißt, mit dem einfach ist aber auch eher das Time-to-Market gemeint in dem Moment. Also einfach heißt nicht, ich mache nur eine simple Maske mit ein paar simplen Feldern, sondern ich schaue einfach, wie sieht der Gesamtaufwand aus von der Anwendung und suche mir dann was raus, wo ich sage, das ist in einem überschaubaren Zeitraum umsetzbar, der natürlich deutlich schneller ist als mit der traditionellen Entwicklung, hat aber einen entsprechenden Mehrwert. Genau. Also einfach heißt, das Risiko für eine oder einer nicht erfolgreichen Umsetzung ist gering, sagen wir mal so. Und das kann sein, der Scope ist einfach, aber das heißt auch zum Beispiel die Komplexität. Zum Beispiel, ich habe jetzt keine hochkomplexe Integration in meine Legacy-Systeme, SAP-Systeme oder ähnliches, wo ich dann was ein entsprechendes Risiko ist. Das versuche ich zu minimieren. Das heißt genau. Für uns einfach. Jetzt will ich nochmal auf meine Eingangsfrage nochmal zurück. Kannst du ein bisschen, Christoph, skizzieren, wie so ein Assessment durchgeführt wird? Mhm. Nicht in jedes Detail, aber was macht ihr und was kommt am Ende raus? Genau. Das kann man, ich weiß nicht, wenn ihr oder auch die Zuhörer agiles Projektmanagement kennt, dann kann man das ganz gut mit einem sogenannten Discovery Workshop vergleichen. Ne? Also Discovery Workshop ist erstmal, man ist weit offen für Ideen. Es ist eine Ideation, eine Ideenfindung. Wichtig ist, dass viele daran beteiligt sind, also Entscheidungsträger, aber auch aus unterschiedlichsten Bereichen beim Kunden. Sprich, es ist kein rein technischer Workshop. Natürlich ist die IT dort, aber ganz wichtig auch Vertreter vom Business, für den schließlich die Applikation gebaut werden sollen. Es ist ein Workshop, der in der Regel, ich sag mal, so einen halben Tag dauert. Auch das ist kundenabhängig, hängt ab von der Anzahl der Personen. Wie tief will man reingehen? Wie groß ist das Feld, was man untersucht? Kann das auch mal ein Tag sein, aber ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, ein halber Tag. Natürlich idealerweise vor Ort, aber in den heutigen Zeiten leider und meistens remote. Aber es gibt natürlich auch gute technische Möglichkeiten, das remote durchzuführen. Es gibt große virtuelle Sticky Walls und es gibt alles. Also das kriegt man gut hin. Und dann öffnet man sich eigentlich sehr weit und sagt, also man kann erstmal mit den Unternehmenszielen anfangen. Sagen, was ist eigentlich das Hauptziel eines Unternehmens? Und was sind so die wichtigsten Treiber aktuell? Auf rein businessseitig. Zum Beispiel, ich möchte ein neues Geschäftsfeld besetzen. Ich möchte mehr Revenue irgendwo erzeugen. Ich möchte Kosten sparen. Ich möchte meine Digitalisierung vorantreiben. Das sind so, ich sag mal, Megatrends.
Und dann bricht man das runter und sagt, was denn heißt das denn ganz konkret? Nicht alles, aber Beispiele. Ja, zum Beispiel, ja, ich habe hier einen Workflow, der ist immer noch papierbasiert, der kostet mich viel Zeit und Energie, ist fehleranfällig. Dann habe ich schon was gefunden, wo ich sage, ja, das ist was, das kann ich zum Beispiel mit OutSystems wunderbar realisieren. Ja, wichtig ist, dass auch die Technologie im Raum ist, dass die auf dem Business erklären können, was überhaupt möglich ist. Denn das ist auch ein Problem, dass das Business oft gar nicht weiß, was man heutzutage machen kann. Auch mit Dingen, mit Datenanalyse, mit AI, mit Chatbots, ja, mit Recommender-Systemen, automatischen Workflows, brauche ich euch ja gar nicht zu erzählen. Oft ist im Business das, vielleicht haben die das mal irgendwo gelesen, aber es ist nicht richtig klar, ey, das steht uns zur Verfügung und das kann man wirklich auf unsere Business-Probleme anwenden. Und genau diese Diskussion zwischen Technologie und Business, die wollen wir hier anregen und führen zu einem Portfolio von Applikationen, die man mit OutSystems gut umsetzen kann. Okay, gutes Ergebnis. Mhm. Wie geht es denn weiter? Der Prozess ist dann im Workshop, also man fängt sehr High-Level an. Es gibt so schöne Moderationsmethoden, wie man das macht, mit Sticky Notes, die man an die Wände klebt, die man dann sortiert. Man kann voten, was ist den Leuten wichtiger. Und ich sag mal, am Anfang sieht das für jemanden, der dieses agile Vorgehen nicht kennt, ein bisschen wie, ich sag's despektierlich mal, ein bisschen wie Kindergarten aus, aber man ist doch unheimlich erstaunt, was am Ende für einen Konsens und für ein ganz neues Ergebnis rauskommt, weil wirklich alle dazu beitragen. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Darf ich mal auf den Kindergarten eingehen? Gerne. Es gibt eine Situation, und bei dem einen Kunden, wo wir ja zusammen das Assessment gemacht haben, war es ja so, dass ich mit einer Entscheiderin tatsächlich zusammen Lego gespielt habe. Da waren wir aber beide schon erwachsen. Das ist erst drei Jahre her. Ne? Also vor wegen Kindergarten. Genau. Und das ist ja mittlerweile eine ernsthafte Methode, zum Beispiel Probleme per Lego-Bausteine darzustellen. Also Scherz. Zum Beispiel. Das ist genau eine Möglichkeit. Und bitte, das ist absolut nicht despektierlich gemeint. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Methode, bin aber auch trotzdem immer wieder überrascht, wie effizient das ist. Mhm. Dann werden, wenn wir so eine, ich sag mal, eine Longlist von Applikationen haben, dann werden die bewertet, sehr konkret. Und dann wird zum Beispiel den Business gefragt, was ist denn konkret der Value? Wie würde das beziffern? Und wir gehen hier gar nicht in Euros runter, sondern wir nennen das T-Shirt-Sizing. Das heißt, es reicht, wenn man das Gefühl einfach per Gefühl sagt, das ist groß, das ist mittel, das ist klein, das ist sehr klein oder sehr groß. Ne? Also wie T-Shirt-Size halt. Das reicht. Dann fragen wir die Technologen, also die Techies, Leute wie ihr oder auch unsere Solution Architects, wie groß ist denn die Komplexität oder der Aufwand, das umzusetzen? Und das kann auch unterschiedlich sein. Ne? Kann man sagen, na, das ist einfach. Das sind ein paar Screens und ein Workflow fertig. Oder man sagt, das ist eine Integration in ganz viele Legacy-Systeme und es ist sehr komplexe Logik dahinter und. Das ist sehr komplex. Und wir gehen wieder nicht jetzt auf Tage und Euros ein, sondern wieder nur T-Shirt-Sizing. Ja, es ist leicht, es ist schwer, komplex, das reicht. So, und mit den Parametern kann man die Applikation dann schon auf eine Landkarte oder auf einen Quadranten sortieren. Und man sieht dann, das ist eine Applikation, die hat einen hohen Value, aber die ist leicht umzusetzen und schnell. Oder das ist was, die bringt eigentlich nicht viel, die ist so nice to have und ist dazu noch sehr komplex und aufwendig. Sowas kommt dann mehr ans Ende. Und dann kommt man in der Diskussion letztendlich zu einer Roadmap und sagt, das wäre doch hier ein Fahrplan, um OutSystems in meinem Unternehmen einzuführen. Also, dass man schon einen richtig schönen Blueprint, eine richtig tolle Vorlage hat, wie man jetzt in Zukunft seine Projekte priorisieren sollte, wo man sich zuerst die Budgets für verschaffen muss. Also es bringt in Summe auch schon einen großen Mehrwert, von Anfang an Zeit zu investieren in solch eine Analyse und dann... Also der Begriff Blueprint ist natürlich irgendwo vorbelastet. Den hat man damals im Wasserfallmodell für eine sehr detaillierte Beschreibung eines Projektes gewählt. Mhm. Das ist es definitiv nicht. Ich würde es eher eine Roadmap nennen, also ein Fahrplan. Ja. Mhm. Aber ich habe ein großes Überblicksbild. Ich sage, das ist mein Fahrplan, auch über die nächsten Jahre zum Beispiel. Und das sind die Schritte, wie ich das angehe. Ich sehe auch die Anzahl der User, die ich benötige. Ich sehe das Know-how, was ich brauche. Ich sehe die verschiedenen Geschäftsbereiche, die ich damit berühre oder mit einbeziehe. Und das hilft dem Unternehmen unheimlich, dann in die weitere Planung dann einzusteigen. Ja, gerade für die Planung ist es ja auch relevant. Du hast ja gesagt, Integration gleich komplex. Was ist komplex? Komplex sind ja in der Regel die Abstimmungsprozesse. Also das eigentliche Doing, wenn man die richtigen Leute am Tisch hat, ist ja kein Thema.
in der Regel, aber eben die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen, die richtigen Zeiten zu erwischen, weil vielleicht auch in den anzubindenden Systemen was angepasst werden muss. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt da. Richtig, genau. Super spannend. Ja, hört sich doch gut an. Am Ende liefert ihr tatsächlich, jetzt muss ich es despektierlich sagen, bunte Bilder, aber die halt aussagekräftig sind. Mhm. Ja, und danach passiert dann was bei den Kunden? Ja, also es sind bunte Bilder, es können Tapeten sein, die sich die CIOs gerne in ihr Büro hängen, ja, oder die Führungskräfte. Aber es gibt ihnen eine Richtung. Und an diesem Plan, und da ist ja auch eine gewisse Verbindlichkeit dann dahinter, weil wirklich alle waren in dem Raum und haben das gemeinsam entwickelt. Das hat jetzt nicht nur das der Partner vorgeschlagen oder der Vendor wie wir. Das ist was Gemeinsames. Und alle haben gesagt, ja, das macht Sinn und das wollen wir jetzt so machen. Und dann muss man einfach, das heißt vor allem natürlich auf Kundenseite, aber mit unserer Unterstützung, ihr und wir, dann sagen, jetzt lass uns in die Umsetzung gehen. Ja, wir haben jetzt konkrete Applikationen gefunden. Der nächste Schritt ist jetzt die Umsetzung. Und dann werden Projektteams aufgesetzt und dann fängt man an mit der Umsetzung der ersten Applikation. Genau. Und das heißt jetzt vom Entscheidungsprozess her habe ich jetzt schon mal die attraktiven Anwendungen identifiziert. Ich habe eine potenzielle Roadmap aufgestellt und dann werden wir in unserem nächsten Termin auch nochmal über diese Business Value Analysis sprechen. Das heißt, irgendwo müssen dann Entscheider ja auch die Kosten, die Investentscheidung treffen in dem Moment und dafür haben wir jetzt natürlich auch eine super Grundlage geschaffen. Absolut. Also genau, jetzt, wenn man jetzt über ganz konkrete Projekte spricht, sagt, also das ist jetzt die Applikation, die wollen wir umsetzen, dafür brauchen wir so viel User, diese Lizenz, diese Aufwände auch vom Partner und eigene, dann ist natürlich immer noch die Entscheidung zu treffen, formal, ja, ich unterschreibe jetzt, ich mache das jetzt. Und da wird natürlich meistens vom Kunden auch nochmal die Frage nach dem Wert, nach dem Business Case gefragt. Wir reden ja über Investitionen, die schnell in den sechsstelligen Bereich gehen. Und das macht man nicht einfach aus einer Begeisterung heraus oder einem Workshop und dann geht man da mal schnell unterschreiben. Sondern logischerweise, leider ja, stellt immer irgendeiner die Frage, ja, aber was bringt es denn eigentlich? Genau. Schönes Stichwort. Ich glaube, über das, was bringt es denn, reden wir beim nächsten Mal drüber. Oder? Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dann wieder bei euch sein kann. Vielen Dank, Christoph. Super. Vielen Dank, Thomas. Ja. Ich fand es klasse. Also, gerne, herzlich willkommen. Nee, wirklich ansonsten, sehr schöner Ansatz, sehr gut. Bietet eine Top-Grundlage in dem Moment. Die Konsumenten, die Unternehmen können sich da auch mal reflektieren, haben eine schöne Roadmap aufgestellt. Sehr spannend. Freue mich schon auf den nächsten Termin. Ja, ich freue mich auch, wieder bei euch zu sein. Und bis dann. Danke, tschüss. Bis dann, danke. Tschüss. Ciao.